Hallo liebe Camper und Bonjour vom Campingplatz Municipal de la Rivière in La Selle-Gourchaise. Der Campingplatz liegt ganz im Osten der Bretagne, im Landesinneren, in einem kleinen verschlafenen Städtchen. Von der kleinen Gemeindestraße kommend biegt ihr zum Campingplatz ein und erledigt beim Platzwart, der euch auch die Einfahrtsschranke öffnet, die Anmeldeformalitäten. Danach folgt ihr dem Schotterweg zu einem Stellplatz, der euch gefällt. Auf diesem kleinen Campingplatz stehen euch insgesamt 17 Parzellen zur Auswahl. Diese wurden auf dem länglichen Gelände in einem großen U angelegt, das auf einer Seite an einen Bach grenzt. Hier gibt es ausschließlich Wiesenstellplätze, die durch Bäume und Hecken vom Nachbarplatz abgegrenzt sind. Auf dem zentralen Grünstreifen finden Zeltcamper ihr Zuhause. Die Strom- und Wasseranschlüsse befinden sich zwischen den Parzellen. Strom wird pauschal abgerechnet, ihr braucht den blauen CE-Stecker. Im Einfahrtsbereich steht das alte Sanitärgebäude, das seine besten Tage bereits hinter sich hat, aber zumindest auch für Camper mit Beeinträchtigungen geeignet ist. Hier findet ihr die einfachen Duschen, Toiletten und Waschgelegenheiten. Gleich davor wurde der Müllplatz angelegt, einen Wohnmobil-Service-Bereich gibt es hier nicht. Der Campingplatz liegt direkt neben einem nett angelegten öffentlichen Park mit einem kleinen See, wo ihr auch angeln könnt. Hier findet ihr auch einen kleinen Spielplatz sowie öffentliche Grillstellen und Sitzgelegenheiten. Gegenüber vom Campingplatz gibt es noch eine Sportanlage mit Minigolfplatz. Nur wenige Meter vom Campingplatz entfernt liegt die Ortskirche, die einen kleinen Besuch auf jeden Fall wert ist. Das Highlight hier im Ort ist allerdings die Chapelle Saint-Anne, eine chinesische achteckige Kapelle, die 1875 hier erbaut wurde und die in das Ortsbild eine unerwartete Abwechslung bringt.